Wenn ich am Morgen aufsteh, dann zieh ich die Kleider an. Danach kommt mit dem Kaffee das Morgenessen dran. Ja, und dann, was kommt dann? Ja, dann kommt: Herzlich willkommen zum Einsingen um 9 ab ins Appenzellerland. Das Thema dieser Woche, so ein schönes Thema. Ja, ihr habt es bereits gesehen, im Hintergrund ist ein neues Bild. Dieses Bild werden wir im Verlauf des Streams noch ein bisschen genauer anschauen. Und wir sehen auf diesem Bild bereits die Hauptperson des heutigen Streams. Ihr werdet es mit der Zeit merken, wen oder was ich meine. Aber als Erstes strecken wir uns einmal in Richtung Alpstein. Unbedingt weiteratmen. Auf die andere Seite. Noch einmal zum Alpstein hinstrecken und dann in Richtung Bodensee. So grob gesagt, zwischen Sentis und Bodensee liegt nämlich das Appenzellerland. Summ vor dich hin. Und dann reib deinen unteren Rücken, den Skifahrer von Nadia Rees. Unteren Rücken massieren, wärmen. Diesen unteren Rücken, den wollen wir heute ein bisschen spüren, dem nachspüren. Warum hat die Kuh, Moment, warum hat die Kuh vorne rechts einen solch dicken weißen Verband? Gute Frage, Lupi. Das ist kein Verband, dem sagt man ein Gürt, das ist eine Kuhart. Das ist Schweizer Braunvieh. Original Braunvieh eher, und die haben teilweise solche Masern. Ich schaue gleich einmal, ja, nein, wir haben hier einfach einen Wiesgürt. Das ist also kein Verband, das ist eine Art Kuh, die es gibt beim Original Braunvieh. Atme deinen unteren Rücken durch die Nase. Noch einmal durch die Nase, zwischen den Fs atmest du durch den Mund. Unterbauch fein einziehen lassen, noch einmal. Und jetzt werden wir so schnell, dass wir beginnen zu hecheln. Wir machen also. Gut, und jetzt lass deine Zunge nach vorne wie ein Appenzeller bläst. Ein Appenzeller Sennenhund ist das. Dein Kiefer ist locker. Wacher Blick, keinen Bernhardiner, einen Appenzeller Sennenhund. Und jetzt versuche es mit möglichst wenig Geräusch. Dazu kannst du dir vorstellen, du öffnest hier deinen inneren Ballon. Und hier.
Schlussendlich hat es damit zu tun, ob deine Kehle ganz weit oben ist, wie beim Schlucken. Dann hörst du mehr Geräusch oder ob deine Kehle mehr so ein bisschen wie beim Schwertschlucker ein bisschen tiefer ist. Wir gehen rüber, wir schnüffeln uns durch die Gegend. Spür die Bewegung in deinem Bauch. Und wenn das nicht geht, dann machst du so schnell, wie es für dich angenehm ist. Oder einfach nur durch den Mund. Stößchen durch den Mund nach außen geben. Halt dich fest, wenn es dir schwindelig werden sollte. Und dann noch einmal den unteren Rücken spüren, ein bisschen nach vorne lehnen, wie wenn du so vom Sentis nach unten schaust, so auf die Aussicht gleich an der Felswand. Gut, jetzt ist unser Zwerchfell geweckt. Und jetzt an den unteren Rücken deine Hände. Und jetzt lehn mit deinen Flanken und mit deinen Lenden, Flanken und Lenden gegen außen. Loslassen. Das ist wahrscheinlich keine Drohne, die wir hier hören, denn im Alpstein sind sie vielerorts verboten. Wir gehen zu der Hauptfigur des heutigen Tages, dem Bless. Und wir machen. Und Damen, wenn ihr jetzt wechselt, versucht zu mischen durch die Register. Also bleibt nicht einfach stur in eurer Bruststimme, sondern macht, wechselt die Kopfstimme und dann wuff, wuff, wuff. Männer, wir bleiben in der Bruststimme. Zuerst spürst du mit dem die Verankerung deiner Kehle beim Brustbein, das ist eine Vorstellung. Und dann singst du von deinem Brustbein durch deinen inneren Hohlraum, durch deinen Blasen, durch deinen Bubblekopf in die Höhe. Und dann machst du mal noch einmal. Und dann heißt es bestimmt von irgendwo: Schwick, Bless, sei ruhig, Hund. Ooh.
weiter nach unten gehen würden, dann kämen die Damen auch in die Bruststimme. Und die Bruststimme brauchen wir ja ganz besonders auch beim Juden. Und wir finden diesen Registerwechsel, also zwischen Kopfstimme und Bruststimme wechseln bei den Damen und bei den Herren zwischen Bruststimme und Falsett hin und her wechseln, das finden wir schön beim Juden, beim Appenzeller Naturjudel auch, beim Zauren. Und wir machen, wir starten sehr tief, suchen wir, ob das geht, und wir machen typische Silbe im Appenzeller Naturjodel für die Bruststimme. Mio, lio, lio. Wieder nach unten, zusammen. Mio, lio, lio. Mio, lio, lio. Und jetzt lehn an in deinen Flanken und in deinen Lenden. Mio, lio, lio. Und was wir jetzt brauchen, sind die sanften Appenzellerhügel. Und wir singen. Lass es mich noch einmal versuchen. Ich singe mal auf Na Na, dann hört ihr die Melodie besser. Na 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 von dir. Na 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 und von hier. Na na. Was dir lieber ist. Spür das Summen hier. Keine Sprünge, sondern sanfte Hügel wie im Appenzellerland. Noch einmal. Auf BR hilft dir, wenn du es brauchst, so. Und
Mach es wie auf diesem Bild. Es geht nicht steil nach oben und es geht auch nicht wirklich tief nach unten. Es ist alles so schön heimelig geschwungen. Von hier. Von hier. Von hier auf Wien. Ja, Stefanie schreibt, ich werde von dem intensiven Lippenflattern heiser. Dann kannst du zwei Sachen machen. Das erste, was ich dir empfehle, ist, wechsle auf eine andere Flatterart. Mach zum Beispiel oder w oder m oder dann auf u. Und dann als zweiten Schritt, das kannst du nach dem Stream machen, versuche mal, wenn du machst und dann höre, wie klingt eigentlich mein U? Klingt es? Dann singst du ohne Stimmbandschluss oder mit zu wenig Stimmbandschluss. Dann machst du und wenn du das dann spürst, wie dieses geschlossene U klingt, dann versuch dieses Gefühl aufs zu übertragen. Und wenn du hörst, dann geht es dir zu viel Kraft, dann hast du zu viel Unterbauchzug, dann sing mit weniger in deiner Stimme und mit mehr Fluss. Ich hoffe, das hilft dir, Stefanie. Wir gehen auf den Sentis und das ist der Kandidat, den ihr hier so ganz leicht hinter der Hunwiler Höhe hervorschauen seht. Das ist der Sentis, 2502 Meter über Meer. Der höchste Berg im Alpstein und das ist ganz objektiv der schönste Ort im Appenzellerland. Die Perle im Appenzellerland, Stein, wo ich herkomme. Wir gehen in die Höhe. Ja, ja, ja. Oder ju. Ju, ju, ju. Wir lassen das Fähnchen drehen. Ja, 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 ju, 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 ju. Und jetzt gehen wir wieder zurück ins Land der Bruststimme langsam und wir starten mit einem geschlossenen O wie in Ofen. Jo, jo, jo. Auf Ja wechseln.
Ja. Komm dazu. Ja. Ja. Und jetzt, Damen. Ja. Die ersten drei sind ja und dann singst du alles auf O und der Schluss ist wieder ja. Wie im Offen. Ja. Für die Damen. Ja. Noch einmal hier. Ja. Und dieser Unterschied zwischen dem Jo und dem Ja. Ja, das ist im Appenzeller Naturjodel so ungefähr der Unterschied zwischen Brust- und Kopfstimme. Immer wenn wir die Silbe Jo, Jo, J-O haben, wie zum Beispiel hier, in dieser Zeile, wo der Jodel steht, dann singen wir das in der Bruststimme. Ja, heute geht es nämlich um das hier, es geht um den Appenzeller Bläs, das habt ihr bestimmt schon erraten. Hier seht ihr zwei Blässli, eine Sennenhundrasse, es gibt auch noch den Berner Sennenhund und ich meine den Entleburcher Sennenhund und den Schweizer Sennenhund und den ich weiß nicht was Hund, aber das ist der Appenzeller Bläs oder wie man eben im Appenzellerland sagt, der Bläs in Innerrhoden und der Bläs in Außerrhoden. Und die haben so ein Ringelschwänzchen. Das wird später noch wichtig. Ja, und ich habe euch jetzt einmal versucht, so einzuzeichnen, wie man das ausspricht, wo man atmet und wann man Kopf- und Bruststimme singt. Miss Blessley, ein Lied, das mir ganz nahe steht. Es wurde geschrieben, die Musik wurde geschrieben von Anna und Freddy Müller. Bei denen habe ich schon Ferien verbracht, Freunde der Familie. Und der Text ist von meiner Mutter. Wir singen einmal auf du 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 du. Die erste Zeile auf du. Du 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 du. Das kennst du aus dem Einsingen. Zweite Zeile. Du du du. Zweite Zeile. Versuch einmal auf einen Hund. Ja, den inneren Sennenschweinehund gibt es natürlich auch. Stärker oder weniger stark ausgeprägt. Du, 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 du. Wenn ich am Morgen aufstehe und schlüf ins Melkerhäs, dann wartet vor der Türe voll Freude mein kleiner Bläs. Wenn ich am Morgen aufstehe und ziehe das Melkergewand an, dann wartet vor der Türe voller Freude mein kleiner Bläs, also mein kleiner Hund. Wenn, ich habe euch versucht einzuzeichnen, wenn die E's, wann die E's geschlossen sind, dann ist es ein, wie beim Französischen ein Strich von dir aus gesehen nach rechts. Wenn. Und wenn es ein offener Vokal ist, wie zum Beispiel offen, orge, morge, dann ist der Strich nach rechts unten. Morge. So wie wenn du die Türe aufmachst und geschlossen, wie wenn du die Türe schließt, nach oben. Morge.
Berge, Ofen, Affen, Ofen. Wenn ich am Morgen aufstehe und schlüf ist Melchahäs. Und dieses Ä ist ungefähr wie bei Berg, das Ä. Wenn ich am Morgen aufstehe und schlüf ist Melchahäs. Weiter. Den wartet vor der Türe voll Freud mein kleiner Bläs. Den wartet vor der Türe voll Freud mein kleiner Bläs. Freud etwa wie bei euer. Freud. Den wartet vor der Türe voll Freud mein kleiner Bläs. Lasst es uns singen. Wenn ich am Morgen aufstehe und schlüf ist Melchahäs, den wartet vor der Türe voll Freund mein kleiner Bläs. Noch einmal, ein bisschen schneller. Eins, zwei, drei. Wenn ich am Morgen aufstehe und schlüf ist Melchahäs, den wartet vor der Türe voll Freud mein kleiner Bläs. Und jetzt gehen wir in den Jodel. Alles, was gelb angestrichen ist, ist Kopfstimme. Alles, was rot angestrichen ist, ist Bruststimme. Und ihr seht, Julu, alles mit U ist gelb, also Kopfstimme. Und alles mit Ja ist Bruststimme. Und es gibt so etwas, was beides sein kann. Und das ist das Lü. Lü kann sowohl Kopf- wie auch Bruststimme sein. Mit der Bruststimme gehen wir selten über das G, also über die zweite Notenlinie von unten. Und wenn ihr das schaut in diesem Jodel, dann seht ihr, hier wird das wunderbar eingehalten. Es ist nie Bruststimme über dem G. Wenn du merkst, es schmerzt so hoch, Bruststimme zu singen, dann sing einfach Kopfstimme, ja? Es geht hier ums Singen, nicht ums Richtigmachen. Vielleicht ein bisschen hoch für mich, deshalb singe ich es eine Oktave tiefer. Let's go! Ersten Atemzeichen. Und beginn in der Kopfstimme und dann da kannst du in die Bruststimme, wenn sich das wohl anfühlt. Und diesen Raum holen. Und noch einmal. Und und ein letztes Mal. Und jetzt kommt die Entsprechung. Die zweite, Julio, in der dritten Zeile, der dritte Takt. Und Julio, noch einmal. Und hier. Julio, von Anfang an den Jodel. Julio.
merke ich. Hoppala. Noch einmal. Und jetzt weiter, wieder diesen Wuff, Wuff, Wuff. Den ganzen Jodel. Ein letztes Mal und jetzt mit dem Schluss 2 und von Anfang an den Jodel. Jodel. Das ganze Lied. Wenn 1, 2, 3. Wenn ich am Morgen aufsteh und schlüch ins Melcherhäs, den wartet vor der Türe voll Freud mein kleiner Pläs. Und jetzt versuchen wir blattlesend die zweite, die dritte und die vierte Strophe. Wir werden heute ein bisschen überziehen müssen. Ich entschuldige mich. Trieb ich den's Fächli später oft weg in frisches Gräs, denn ist mein bester Külfe mein kleiner guter Pläs. Treib ich dann später das Vieh auf die Weide in frisches Gras, dann ist mein bester Gehülfe mein kleiner guter Pläs. Ist es ein Melkstuhl? Ich sehe nirgends ein Es. Meinst du beim Melcher Häs? Nein, das Häs ist die Kleidung. Treib ich dann das Vieh später auf die Weide in frisches Gras, dann ist mein bester Gehilfe mein kleiner guter Hund. Bless. Trieb ich den Fächli später oft weg, er ist es hübsches Händli und ich glaube, dass es weiß. Stolz ringlet er sein Schwänzli, mein kleiner schöner Bläs. Er ist ein hübsches Hündchen und ich glaube, dass er's weiß. Stolz ringelt er sein Schwänzchen, mein kleiner schöner Hund. Let's go! Er ist es hübsches Händli und ich glaube, dass er's weiß.
Stufe. Und jetzt kommen wir zur Frage von vorhin. Wenn's Schätzli Schuli chiebet, will ich hock bis Nacht am Äs, den schwänzlet, wenn ich herkomm, voll Freud mein treue Bläs. Nein, das ist kein Melkstuhl. Diese Geschichte ist nicht ganz so unschuldig. Wenn mein Schätzli, also wenn meine Frau oder mein Mann furchtbar schimpft, weil ich im Ausgang geblieben bin bis nachts um eins, dann schwänzelt, wenn ich heimkomme, voller Freud mein treuer Hund. Wenn's Schätzli Schuli chiebet und wenn's Schätzli Schuli chiebet, will ich hock bis Nacht am Ess, denn schwänzelt, wenn ich heimkomme, voll Freud, mein treue Pläs. Jodel! Juru, ja, ja, uru! Juru, ja, ja, uru! Ja, uru, ja, 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 uru, ja, ja, juru, ja. In dieser Lage, wie ihr gemerkt habt, ich habe dann wieder nach unten gewechselt, nachdem der Übermut abgenommen hat. Ich wünsche euch einen übermütigen Tag. Vielleicht verhockt ihr auch bis Nacht am Äs im Ausgang. Wer weiß, vielleicht bleibt ihr auch so lange im Ausgang. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen sehr, sehr guten Wachentag. Wir sehen uns am Sonntag wieder, dann in voraufgenommener Form. Morgen begrüßt euch mit hoffentlich ganz wachen Augen Julia, die wieder zurück ist. Die Bilder von heute waren übrigens von meinem Vater, der Text von meiner Mutter und der Stream war von mir. Eine familiäre Angelegenheit also mit euch. Tschüss und bis dann.